Willkommen zum zweiten Mission at Home Dreh hier im Rewe Markhökeritz. Heute natürlich zu Gast hier eine Kollegin von mir, kocht auch, aber nur Currywurst mit Pommes, nur relativ gesehen. Ne? Sie ist die beste Currywurst der Stadt. Wie schön Susanne, du das sagst, wie schön du sagst. Gerne. Susanne Markhökeritz, Unternehmerin des Jahres, für uns schon. Ne? Ach, das hast du auch lieber gesagt. Ich schmelze davon, bevor wir überhaupt in den Markt gehen. Ja, Susanne kommt aus Baden-Württemberg, also aus Schwaben. Ja, und dazu Stuttgart. Machen wir Sturgart, ja genau. Deswegen machen wir ein bisschen was Weihnachtliches aus Stuttgart. Sprich, was mit Spätzle, was mit gefülltem Fleisch, was mit Bratwurst. Und ich würde sagen, die Herausforderung ist, dass ich eigentlich nicht kochen kann. Das wollte ich damit sagen, aber ich bin ja da. Wir gehen einkaufen, komm. Das ist der Mann, den wir brauchen hier, genau. Stefan Köckeritz, hallo. 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 Grüße Sie. Ja, wir sind natürlich nicht irgendwo zum Einkaufen, sondern speziell Rewe-Markt Köckeritz. Das ist der Wahnsinn, wenn man schaut, hier gibt es wirklich alles. Also letzte Sendung, ja, ne? Leo, asiatisch, hoch und runter, rechts und links. Haben wir auch was Schwäbisches da? Klar, war auch was Schwäbisches da. Was braucht er? Ja, ich habe eine große Liste hier. Wir kommen nämlich heute eine große Sache. Wir kochen heute mit einer Nicht-Köchin. Ja. Ja. Das ist eine große Challenge heute. Große Challenge und handgeschabte Spätzle. So, okay. Die Liste haben wir hier. Ich würde sagen, wir gehen schon mal weiter. Einfach mal, wir fangen beim Fleisch an, würde ich sagen. Ich bräuchte ein bisschen was von Ihnen. Und zwar, was hältst du von dem Rostbeef hier? Du, das sieht alles lecker aus. Das ist ja eigentlich so mein Metier hier, ne? Ja, deswegen Fleisch. Wurst und Fleisch. Hier haben wir rohe Bratwürste. Nehmen wir aber bitte 5 Scheiben, dünne Scheiben von dem Rostbeef. Das plattieren wir nachher noch ganz leicht und füllen das Ganze dann mit einem weihnachtlichen Brät, würde ich sagen. Du, ich lasse mich einfach überraschen. Das ist gut. Dann schauen wir mal, was haben wir sonst noch alles Schönes. So ist gut. 5 Scheiben bitte, genau. Die Kollegin ist ja auch noch da. Erzähl mir ein bisschen was. Ich schaue ja super Leberwürste und Blutwürste. Mensch. Ja, wir haben mittwochs haben wir dann immer Schlachtetag. Da gibt es bei uns dann immer Wellfleisch frisch oder vom Schweinekamm oder Spanferkelrolle. Mhm. Und dazu gibt es dann auch immer Brühe. Ja, guck mal. Schön. Da haben wir schon Spekulatius hier, sogar gebrochen. Ach, du hast doch gesagt, wir brauchen auch irgendwie ein Gewürz davon, oder? Ja, da brauchen wir Lebkuchengewürz oder Spekulatiusgewürz. Die Familie ist da. Es ist nämlich hier Dresdner Kaffeerösterei, der Bruder. Genau, muss auch, mal kurz Familie streicheln. Auch so, toller weiter Kaffee. Geht's. Weiter geht's. Komm, wir brauchen ein bisschen Speck, brauchen wir noch. Folge dir. Weiter geht's. Pflaumen, Dörrpflaumen. Der Gerd ist so schnell unterwegs. Geschwindigkeit ist keine Hexerei, merkt ihr das? Und auf was muss man da achten, sag mal? Wie sehe ich da, dass die Qualität super ist? Du siehst natürlich von Haus aus, wo ist die Schnittfläche. Ne? Ja. Wie schaut die aus? Das heißt, der ist ungefähr vor 3 Tagen geschnitten worden. Ist beim Kohl grundsätzlich kein Thema. Weil der hält ja ewig, ne? Ja, wenn er richtig gelagert wird. Okay. Ewig auch nicht, aber ziemlich lange halt. Kühl und trocken. Und Kohl ist halt wirklich eine tolle Sache, weil er absolut gesund ist. Ne? Viele Nährstoffe, Mineralstoffe. Sollte man im Winter unbedingt essen. Normalerweise, wenn du Kohl machst, immer ein bisschen Kümmel oder Fenchelsamen dazu, weil es leichter verdauen lässt. Sehr gut. Dann rein in den Korb. Rein damit. Und weiter geht's. Noch Zwiebeln was? Brauchen wir Zwiebeln, noch. Zwiebeln, und dann, Zwiebeln. Sind wir soweit. Erstmal. Mehl. Mehl? Hab ich schon. Hast du schon? Du holst Zwiebeln, super. Ich hol Butter, Zwiebeln. Okay? Ah, Zwiebeln, wo? Hier ist so viel. Ich finde ja gar nichts. Massig. Ja, wie viel brauchen wir, Gerd? Jetzt redet er wieder mit anderen. Gerd? Jetzt telefoniert der. 3? Ich nehme einfach 3. Sendung von Dresden Fernsehen. Zeichnen wir hier immer auf. Haben wir jetzt an dem Lost in Paradise. 3? Qualität kostet immer Geld. Qualität kostet immer Geld. Lieber dann schauen, was machen wir. Wie machen wir es? Was nehmen wir dafür? Dann ist es wirklich schön. So, Mensch, hier lauter Fans um den Kastenmeier. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt einkaufen soll. Fan? Sag mal 3. Soll ich Foto machen? Sie müssen ja mit drauf, oder? Ja, ich mach das Foto. Ich mach das Foto. Na klar, wir machen das Foto. Kommen Sie ran. Nee, kommen Sie. Ich kann mehrere Fotos machen. Wann Sie? Ich bin hier. Kommen Sie her. So.
Noch eins, lächeln bitte. Ich habe ja gehört, bei euch soll es heute deftig zugehen. Deshalb habe ich den perfekten Haustrunk. Warte, ich mach die Tasche weg. Wow. Und super. Das Rewe Köckeritz Bierchen. Ja, wenn das nicht passt, lasst es euch schmecken. Ich habe nämlich schon gefragt, was trinken wir dazu. Perfekt. Perfekt. Perfekte Größe. Dankeschön. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Ganz lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, grüße Sie, liebe Zuschauer. Ich befinde mich jetzt hier in der Dresdner Neustadt, denn hier wohnt Susanne und hat natürlich auch das Curry und Co. Sie ist ja sozusagen mit ihrer Schwester Simone, mit ihr bin ich nämlich jetzt verabredet zur Schlüsselübergabe. Ihr beide seid ja sozusagen die Currywurst-Prinzessin hier in Dresden, oder? Man nennt uns auch die Curry-Sisters. Oder so, noch besser. Genau. Wir kennen uns natürlich auch, denn wir zeichnen hier ja immer im Curry und Co. die Nachtschicht von Dresden Fernsehen auf. Das heißt, keine Unbekannten, aber ich war vorher noch nie bei Susanne in der Wohnung. Ich bin gespannt, was mich da jetzt erwartet. Sie hat extra für dich aufgeräumt. Da bin ich ja froh. So, hier ist der Schlüssel. Los geht's. Und wir sehen uns dann. Na, ciao. So, jetzt bin ich hier vor der Wohnungstür angekommen und ich muss gerade feststellen, ich weiß ja, die Susanne ist Hundefan, aber hier am Schlüsselbund hängt ein Wellensittich. Komisch. So, rein geht's. Mal gucken, ob auch da passt. Klick, klack. So, herein bitte. Nach mir. Schauen wir mal. Schnucklig. Sehr süß und ich sehe auch, Susanne ist vorbereitet, hat den Tisch schon sehr, sehr schön hier eingedeckt mit ganz, ganz tollen Geschirr. Muss ich sie dann mal fragen, ob das eine Bedeutung für sie hat. Mit Fasanen und so, also ganz, ganz schick. Ich bin jetzt aber überrascht, muss ich sagen. Das sieht hier ziemlich klein aus und vor allen Dingen, liebe Zuschauer, gucken Sie sich diese Küche an. Ich würde sagen, die ist, naja, einen Meter breit, eine Single-Küche. Ob da der Gerd kocht, ich weiß es nicht. Ah ja, Kühlschrank. Mal gucken, ob es auch was im Kühlschrank hat. Oh, Ingwer. Also Susanne macht sich wahrscheinlich, das ist ja auch ganz, ganz gesund, immer ein Ingwerwasser oder Ingwertee. Mache ich persönlich auch öfters. Wie gesagt, soll ja beim Stoffwechsel und so weiter helfen. Ansonsten, echter Nordhäuser Doppelkorn. Gut, also auch ein Thüringer Produkt hier im Kühlschrank. Und trinkt auch gerne mal ein Schlückchen. Ach. Und hier ist nämlich, weil ich ja gerade gesagt habe, Susanne ist Hundefan. So, Moment, ich muss noch mal hier rum. Das ist nämlich ihr Hund. Das ist Puma und ich bin ganz, ganz froh, weil ich kenne Puma, die kleine Süße. So süß, wie sie wirklich hier aussieht, aber die hat's drauf. Und ich bin froh, dass sie nicht hier in der Wohnung ist, weil vor ihr haue ich immer ab. Sie war, ohne, ich will sie jetzt nicht anlügen, sie war im Hundeknast schon und musste ein Erziehungscamp absolvieren, der kleine Beißer. Und was auch jetzt hier lustig ist, unten drunter, das sind ja ihre Fressnäpfe, ein Katzenbild, ich weiß nicht, ob sie das animieren soll, zu essen, beziehungsweise, da muss ich Susanne auch fragen, was das für einen Grund hat. So, gucken wir mal weiter. Kleine Wohnung, aber gibt viel zu sehen, muss ich sagen. Oh, das, Designpreis 2009. Nominiert und hier auch ein Preis für Kommunikationsdesign und das ist der Dresdner Marketingpreis im Jahr 2013, haben das nämlich Susanne und Simone gewonnen. Ja super, weil Susanne hat nämlich, sie betreibt nicht nur eine Currywurstbude, sondern hat auch Design studiert und ist wirklich da auch erfolgreich. So, dann gucken wir mal weiter, bequemes Sofa. Aber wie findet Susanne hier? Ich glaube, das hat sie alles nur hingestellt, weil sie wusste, dass ich komme. Weil, na gut, ein bisschen Platz hat man auch noch. Aber Kissen, ja, vielleicht brauchst du immer was zum Kuscheln. So, und hier ist die Wohnung eigentlich auch schon zu Ende. Und zwar ist das das Schlafzimmer. Also auch schnucklig, hier ein bisschen Blick auf den Neustadter Hinterhof. Und Kleiderschrank. Wollen wir jetzt mal so frech sein? Wir gucken jetzt mal in den Kleiderschrank. Ich bin jetzt mal ganz, ganz, ganz unten, okay. Schmuck. Ja, das ist quasi auch so ein offenes System. Also man kann schon sagen, eigentlich ein begehbarer Kleiderschrank. So, naja. Das ist ja jetzt fast hier wie bei Shopping Queen oder wie heißen die ganzen Sendungen, wenn man die Klamotten anguckt, ne, die die Konkurrenz im Schrank hat. Auf alle Fälle, denke, alles dabei. Farbenprächtig. Und hier auch. Okay, aber die Schubladen gucken wir jetzt nicht so. Nee.
muss auch was geheim bleiben. Ne? Okay, und das war's eigentlich schon. Stilvoll eingerichtet auf kleinstem Raum ist die Susanne. Und hier ist das Bad. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Neben der Küche, neben der winzigen Single-Küche, ohne Tür, ist das Bad. Ah, hier Licht. Ach, das ist ja witzig. Alles offen. Na, das möchte ich aber auch mal wissen. Ich meine, sieht sehr, sehr schick aus. Auch die Toilette. Also schön runter Lokus, passend zum Waschbecken anscheinend. Aber da frage ich mich doch, wie funktioniert... Na gut, Susanne wohnt anscheinend hier allein, weil... Keine Tür, ne? Also ich kann ja direkt durchgucken aufs Sofa und dann sagen, hallo Schatz, ne? Gut, naja, wie es ihrem gefällt, ne? Ja. So, oh. Ich sehe gerade, da unten kommt ein Auto an. Ach, da sind sie schon. Huhu. Ja, hallo. Wart ihr schön einkaufen? Ich sehe schon. Rein, wieder in meine Wohnung. Ja, es war sehr interessant, aber dazu später mehr. Ich würde sagen, wir überraschen Gerd jetzt erstmal mit dieser Herausforderung, oder? Ich war ein bisschen, nicht geschockt, aber es ist nicht viel Platz, ne? Nur ein Meter Single-Küche. Das geht natürlich auch hier zu kochen, ne? Aber leichter ist natürlich in der richtigen Küche. Ich habe doch da was vorbereitet. Sonst wird er nervös. Ach, du hast noch eine andere Küche? Klar, habe ich noch eine andere Küche fürs Kochen heute. Gerd. Ich weiß Bescheid. Danke. Gerne. Dann entlasse also für eine Currywurst kann man hier natürlich super kochen. Eine tolle Currywurst. Da reicht der Platz. Ja. Nee, wir gehen rüber. Wir haben drüben noch eine Wohnung, die gerade frei ist. Und da ist eine große Küche drin, da können wir rein. Ja. Dann entlasse ich euch. Viel Spaß. Ich bin dann beim Essen dabei, wenn es Spätzle gibt. Na. Mahlzeit. So, Gerd, ich gebe dir erstmal diesen schweren Korb hier. Ja, komm her. Mit dem leckeren Bierchen. Bierchen. Guck mal, was ich hier für dich habe. Das, ja, das schaut ja aus wie eine Küche hier. Ja, genau. Ist das gut? Nee, das ist im Vergleich zu dem anderen, das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich sag, dass ich dich überraschen kann. So, komm her, wir bauen uns ja mal ein bisschen was auf hier. Ja. Ah, lecker Bierchen. Oh, da freue ich mich drauf. Das trinkt man gleich mal, ja, beim Kochen, ne? Das geht gleich mal, genau. Hm. So. Und darf ich von diesem Butterspekulatius eigentlich einen naschen? Ja, ich bitte doch drum. Ja. Ich habe so Hunger. Qualitätscheck. Oh, wir sind durch den Markt gelaufen und ich hatte so Hunger. So, komm. Okay, weiter geht's. Hasi, wir kochen gleich mal los. Ja, komm her. So, hast du schon mal Spätzle selber gemacht? Ja. Ich muss gestehen, das ist das Einzige, was ich wirklich ein paar Mal gemacht habe. Spätzle-Rezept? Nicht im Kopf. Ist ganz einfach. Das war Mehl, Eier, Salz, Zucker, wie auch immer, ne? Ja. Das ist immer ganz einfach zu merken. Es gibt ganz tolle Rezepte, so Basisrezepte. Das heißt, was da rauskommt, ist egal. Das heißt, das heißt aus Kilo Mehl, wir haben jetzt hier 500 Gramm Mehl, aufs Kilo Mehl 10 Eier, hast du einen Nudelteig, aufs Kilo Mehl 20 Eier hast du einen Spätzleteig. Okay? Wir haben jetzt ungefähr 300 Gramm Mehl, okay? Okay. Das heißt 6 Eier. Genau, jetzt gibt es noch einen kleinen Trick dazu bei der ganzen Geschichte. Hokus pokus fidibus, ja, passt schon. Die Eier haust du jetzt mal hier rein. Ja, aber komplett, ne? Komplett so, wie sie sind, genau. So, wir haben jetzt die Eier. Ja. Nehmen Salz. Ja. Und schlagen die Eier auf. Wir machen jetzt die Füllung für unsere Steaks hier. Ja. Jetzt haben wir diese rohen Bratwürste. Das ist natürlich zu Hause ein bisschen kompliziert, eine Bratwurst. Ach, das drückt man jetzt einfach aus, oder wie? Genau. Jetzt drückt man es einfach raus. Ja, wenn wir es aufschneiden, geht es leichter. Zwar. Du schneidest jetzt einfach mal klein, okay? Ja. Einfach nur so, wie es ist. Ja. Okay, so schön fein. Dann sehr schön. Löffel, genau. Und probiere nicht, meine Finger mitzuschneiden. Das wäre eine Mods-Idee. Okay, das sieht bei mir natürlich nicht so schön aus wie bei dir. Ich muss ja sagen, dass mein Liebster kann ja super kochen, ne? Also nicht, dass alle denken, ich esse den ganzen Tag nur Currywurst. Das ist noch aber von unserem Butterspekulatius. Ja. Ach, ich dachte, wir dürfen den nur naschen und du machst den wirklich mit rein. Der kommt wirklich mit rein, ja, natürlich. Schön weihnachtlich. Dann machen wir ein bisschen Weihnachtsgewürz natürlich auch mit rein. Ne? Ein kleines bisschen Lebkuchengewürz. Wirklich aufpassen, nicht zu viel. So, wir plattieren kurz. Schauen wir her. Man kann das alles, wie du gesagt hast, improvisationsmäßig. Ja, super. Oh. Ja, gib's mir, gib's lauter. Mir. Au, au. Aber so mache ich auch Crash-Wein.
Okay. Mhm. Die rollst jetzt mir dann gleich mal schön ein hier. Mhm. Und das okay, jetzt bin ich richtig schön, okay. Mhm. Lecker. Ja, mach die schon mal weiter. Okay. Gut, soweit so gut. Und ab in den Ofen mit. Für ca. 20 Minuten ungefähr. Dann kommen wir mal weiter zu unseren Spätzle. Okay. Jetzt schlagen wir den Teig. So, richtig schlagen, also Luft rein. Sehr schön. Also nicht rühren, sondern richtig immer von unten nach oben. Ja. Ja. Aber ich will gleich die Spätzle schaben. Das ist eine Kindheitserinnerung, das habe ich früher schon gemacht. So, jetzt ist er schön zäh. Ja? Sehr gut sieht das aus. Und da ja die meisten wahrscheinlich zu Hause auch kein Schaber, Spätzelschaber haben, kann man das jetzt sehen, wie man das mit dem Messer macht. Genau, genau. Baden-Württemberg, ja. Mhm. Schwaben heißt nichts anderes wie, Spätzle dürfen nicht gequetscht werden, sondern müssen geschabt werden. Ja. Wir hatten nie eine Spätzlemaschine. Das sage ich doch, für was ja auch. So, jetzt gehen wir her. Mhm. Und jetzt gehen wir her. Genau. Immer schön schauen, dass alles schön nass ist. Streichen das Ganze schön glatt, pass auf. So, und jetzt geht's los. Gucken wir mal, ob du es nicht verlernt hast, ne? Ach, die sehen doch schon super aus. Sehr gut. So, wir lassen die Spätzle so einmal aufwallen hier. Ne? Mhm. Schau mal, hier göttliche Spätzle. Ah, gut aus. Mann, ne? Simone kann sich freuen, sage ich dir. So, jetzt schauen wir mal, wie deine gleich ausschauen. Ja, aha. Ich mach das ein bisschen anders als du. Aber das Ergebnis wird gleich sein. Das ist ein entscheidendes Ergebnis, genau. Guck richtig. Mal. Super. Oh. Du machst es natürlich so, dass es auch in der Gastronomie funktioniert. Ne? Das ist und alltagstauglich. Nicht wie ich hier. Gehen die so für dein Ermessen? Super. Ja? Merkt man keinen Unterschied? Perfekt. Na, ein bisschen. Ja, wäre ich nehme jetzt nicht so gerne. So. Gut. Hier schalten wir den Ofen zurück. Geschmeidige 100 Grad, lassen das Ganze noch ruhen hier und daraus kochen wir jetzt unsere Soße. Also erst Speckzwiebel mit ein bisschen Butter, ne, angespitzt, dann Sahne und hier haben wir unseren Fond. Gucken wir unseren Bratenfond und da kommt jetzt Glühwein mit rein und diesen Glühwein lassen wir jetzt erstmal schön reduzieren hier, schön einkochen. Ja, der gibt dann die Soße. Die Soße mixen wir kurz mal auf hier. So. Heiß sind sie? Schauen wir. Ja, heiß sind sie. Okay. Was ist ja schon los? Haben wir unsere Rouladen, die wir leicht übergeben hier. Guck mal. Oh, delicious. So. So. Ich habe ja schon mal die Teller dahin. Gut, dann kannst du auch mit. Genau, dann riecht mir schon mal schön an jetzt. Komm her. Ja. Musikalisch, das gehört. Ach. So, dann geht's los hier. Okay, warte, ich habe hier noch Spätzle an den Händen. Ja. Weg. Hier haben wir dann Kohl. So einen köstlichen Weißkohl hier. Mhm. Zeig mal, wie man das jetzt perfekt macht. Ich finde, die Teller sind auch typisch dazu. Das ist, zeigt eine typische Landschaft im, im Schwäbischen. Absolut, so dass diese schwäbischen Kräne hier. Ne? Das ist echt Phänomen. Also ich habe ja beim Leo schon ganz tolle Teller gesehen hier, ne? Aus Japan. Und ja. Ich glaube, du bist irgendwie artverwandt, seelenverwandt mit unserem Leo. Nee, ich finde ja so Sachen immer auf dem Flohmarkt. Ich liebe ja solche ungewöhnlichen, weil weiße Teller hat ja jeder. Hm, Gott sei Dank. So ein bisschen Kitsch ist doch auch mal nicht verkehrt. So, die Spätzle. Das sieht so ein Produkt gleich mit, ne? Ganz anders aus. Ein schwäbisches Produkt auf so einem Teller. Also wenn wir jetzt eine beschichtete Pfanne gehabt hätten, ne, dann wären die Spätzle natürlich noch ein bisschen fluffiger geblieben. Aber schaut nicht schlecht aus. Ja? Nicht schlecht, ja, ja. Klar. Also meinst du, ich brauche nicht schimpfen mit dem Roland? Nein, alles gut. Konntest du ihm sagen, seine Pfanne war gut. Genau. War nicht schlecht, aber auch nicht gut. Genau, das Produkt. Hat halt nicht gepasst dazu. Ich habe schon überlegt, ob ich halt was mitbringe. Ja. So ein bisschen, weißt du, wie heißt es? Pfanne heißt es, genau, ja. Sag mal, ist das dein, welches ist dein Bier? Nicht, dass ich jetzt wieder aus deinem Bier trinke. Ist deins? Ist das deins? Genau. Gut. So,
Dann kannst du mal deine Schwester schon mal anrufen, würde ich sagen. Ach, das ist eine super Idee. Ja, die sollte mir kommen, weil das Essen ist fertig. Ja, dann rufe ich sie mal gerade an. So, und jetzt habe ich hier die Mädels, die Curry Sisters, noch mal entführt, weil es gibt ja gleich Essen. Simone jetzt auch hier mit am Start. Ich habe mich ja vorhin schon ein bisschen umgeguckt in deiner Wohnung. Ich war ja das erste Mal, die Zuschauer wissen ja, wir kennen uns von der Nachtschichtaufzeichnung, aber ich war das erste Mal in deiner Wohnung und war sehr überrascht, wo fangen wir an? Also vielleicht hier, Puma, ich liebe sie, habe aber auch den Zuschauern mitgeteilt, sie war schon mal im Hundeknast und musste einen Erziehungskurs machen. Vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen und warum eine Katze vor ihrem Napf steht. Ach, ein bisschen ärgern darf doch sein. Oder nein, wir wollen sie doch ein bisschen sozialisieren mit Katzen, oder? Ah, okay. Und wann sozialisierst du mit mir? Ich würde ja die ganze Zeit, nur du hast Angst. Okay. Wir machen das mal. Wir machen mal so ganz langsam herantasten. Die ist ja heute nicht da, extra wegen dir. Ja, Gott sei Dank. Sonst wäre ich gar nicht in die Wohnung gekommen, ne? Ich weiß, Simone, du hast auch einen Hund, aber der ist lieb. Das ist der Jürgen. Ja. Der Jürgen, das sagt schon der Name, Jürgen. So gemütlich. Genau, ist ein Cocker. Ja. Und was, da verträgt sie aber mit Puma. Der, ja, alles bestens. Und du auch? Mit Puma? Wir haben wenig Körperkontakt, aber es klappt. Ach, du bist doch die Patentante. Naja, aber es ist nicht so, dass wir jeden Tag kuscheln. Okay. So, hier deine Preisecke sozusagen, oder eure, genau. Weil ihr habt ja zum einen den Dresden Marketingpreis gewonnen und hier ganz deutlich, du studierst oder hast Design studiert, du Betriebswirtschaft. Ich hatte nur mal kurz in euren Lebenslauf auch noch mal reingeguckt. Seid auch wirklich rumgekommen, kommt ursprünglich aus Stuttgart. Dann ging es auch sogar nach New York, London, also England, du auch. Also wart wirklich weit gereist, um zu studieren. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen erzählen, wie es von dort dann zur Currywurst gekommen ist. Kann man das? Also sagen wir mal, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir unterwegs waren, dass es zur Currywurst gekommen ist. Es war ja grundsätzlich, ist ja immer noch ein großes Geheimnis, wie es dazu kam, dass wir überhaupt was machen. Wir wollten ja eigentlich erst eine Bar zusammen machen, weil es bietet sich ja in der Neustadt ja an. Mhm. Und da haben wir lange überlegt, wie machen wir das denn, wie unterscheiden wir uns von den anderen Konzepten. Haben lange überlegt, bis wir dann spontan durch unseren Vater sozusagen uns überlegt haben, Mensch, wir machen Currywurst. Also der Papa hat einen Anstoß gegeben. Ja, der Papa hatte die Idee. Wir saßen abends zusammen in Familie, sogar hier im Haus. Und dann sagte der Papa aber, es gibt doch gar keine gute Wurst in Dresden. Und da haben wir uns angeguckt und haben wirklich gesagt, komm, wir machen Currywurst. Und dann weiß ich noch, ich bin aus der Ausfahrt rausgefahren und ich sagte zu meiner Mutter, mit der ich im Auto saß, und wir nennen es Curry & Co. Das war wirklich so, das war alles hintereinander. Es war Glück, dass der Name frei war und ne, dass wir das alles so machen konnten. Ja, und da war es geboren, dieses Currywurst-Business. Beide, ich meine, als Schwestern ist ja immer die Frage, warum arbeitet man als Schwestern zusammen? Wir wissen gar nicht, wie es dazu kam, dass wir das... Ne? Wissen wir manchmal auch noch wissen nicht, aber... Was ich liebe, das neckt sich, ne? Das gehört dazu. Nee, das macht Spaß, in Familie zu arbeiten, ne? Aber hat natürlich auch seine Herausforderungen. Man weiß, auf welches Knöpfchen man drücken muss, um den anderen zur Explosion zu bringen. Gut, wir reden gleich nochmal über den Designpreis, auch den du oder mehrere hast du ja bekommen, aber das müssen wir jetzt wirklich hier nochmal austesten. Du hast mehr Kissen hier auf dem Sofa, wir können es ja bequem machen, aber es ist ein bisschen schwierig. Wieso so viel Kissen? Hast du kuschelig, ja, aber man hat ja kaum selber Platz auf dem Sofa. Guck hier. Ich sitze doch hier. Wohnst du hier eigentlich alleine? Also ich wohne in der Wohnung hauptsächlich alleine. Mhm. Mein Freund wohnt in Berlin und Potsdam. Aber wenn ich hier bin in Dresden, bin ich eigentlich fast alleine. Somit ist das super für mich. Deswegen auch keine Tür vorm Klo? Ja, aber ich habe noch eine Außentoilette. Ah. Okay, die Trick. Benutzt du dann? Oder bist du auch schon mal hier unter Schwestern? Ne? Also. Ja. Ja, was soll ich denn dazu antworten? Ich denke gerne in Gemeinschaft oder was? Okay, also wir haben es geklärt, Sanne ist meistens hier alleine zugange und da kann man natürlich auch sein Geschäft in Ruhe verrichten. Wir wollen es jetzt nicht weiter thematisieren. Design, du hast mehrere Designpreise gewonnen. Ich glaube, du hast einen sächsischen Kommunikationsdesignpreis, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, einmal gewonnen, dann auch nominiert. Und für was hast du alles gemacht? Also Designpreis der Bundesrepublik Deutschland waren wir nominiert. Da war ich mit Curry & Co. waren wir nominiert, aber auch mit einem anderen Projekt. Also ich hätte ja da früher eine Designagentur. Und habe in der Zeit, glaube ich, auch schon 20 Designpreise gewonnen. Mhm. Na, also es macht einfach Spaß und man braucht es ein bisschen fürs Ego, so ein bisschen streicheln, dass man einen guten Job macht. Und ja, man ist stolz darauf. Also kann man sagen, du bist so ein bisschen die Kreative und du bist im Curry & Co. für die Finanzen zuständig, damit auch, also für die Buchhaltung. Also ich sage immer, ich bin für den trockenen Teil zuständig und sozusagen viel auch im Hintergrund, Orga, Personal, Controlling und muss ja auch mit den Zahlen. Genau, muss auch gemacht werden.
So, deswegen ergänzen wir uns ja auch so gut. Und ihr seid alle, also glaubt gesamte Familie, von Stuttgart nach Dresden gezogen. Wie kam es da dazu? War das so, wart ihr da damals mit dabei, als die Eltern gesagt haben, so Umzug jetzt hierher? Oder habt ihr gesagt, na, lieber im Schwabenland bleiben? Naja, also es war ja 93, muss man dazu sagen, und ich war da 12. Also ich habe ja damals von der DDR ja gar nichts mitgekriegt. Also für mich war das ja totales Neuland. Warum wir hergezogen sind, ist einfach, mein Vater ist ein Jahr hin und her gependelt, also war immer am Wochenende in Stuttgart, unter der Woche war er hier, weil er damals sozusagen wegen diesen ganzen Enteignungssachen war damals juristisch unterwegs und irgendwann muss die Familie sich dann halt entscheiden, lassen wir es sein, weil nur am Wochenende zu Hause, das ist dann irgendwie nach einer Zeit auch nicht mehr so prickelnd und deswegen haben meine Eltern den Step gewagt, gesagt, komm, wir machen Dresden und wir, okay. Naja. Naja, man muss sagen, mit 12 hast du jetzt noch nicht so die große Option. Ich war 16, es war für mich schon ein bisschen härter damals. Ne? Also ich habe da auch noch ein bisschen krassere Erinnerungen teilweise. Und das kann man jetzt sagen, wir haben in der Pubertät. 25 Jahre Wiedervereinigung. Ne? Ist ja jetzt gerade dieses Jahr und Jubiläum. Und das ist schon, das war schon ein großer Step, ne? Muss ich sagen. Also mit Telefonzelle, gewohnt Telefon und so Sachen. Ne? Da haben wir noch mal ein bisschen aber zurück. Telefonzelle gab es ja schon, oder wie meinst du jetzt? Ja, es gab eine Telefonzelle, aber wir hatten ja zu Hause in Stuttgart ein Telefon. Alles klar. Ja, jetzt plötzlich musste ich mich anstellen. Anschluss, ne? Richtig, ja, zu Hause. Wir hatten auch ein Telefon in Friedewald. Das hat lange gedauert. Wir hatten ganz lange, wir hatten erst das Autotelefon. Wir hatten ungefähr 5 Monate auf ein Telefon gewartet. Wir haben auf einer Baustelle gelebt, also ja, demzufolge. Okay. Gut, aber jetzt. Telefon ist noch nicht das Erste. Aber mittlerweile in Dresden gut eingelebt und du kommst auch mit dem kleinen Raum hier gut zurecht und bist ja dann auch noch ein bisschen in Berlin unterwegs. Genau, ich besuche meinen Freund regelmäßig in Berlin und der hat natürlich eine größere Wohnung und da wohnen wir auf ein paar mehr Quadratmetern. Somit ist für mich diese Wohnung ideal und ich bin ja direkt hinter Curry & Co. Ich kann da morgens, mein erster Blick geht immer ins Büro und ich finde es super hier. Gut, da würde ich sagen, jetzt gibt's schwäbisches Nationalgericht, nämlich die Spätzle. Wir wollen Gatt auch nicht so lange warten lassen. Jetzt ans Tisch decken oder servieren. Na, los. Huch. So, und jetzt geht's endlich ans Essen und ich muss sagen, die Spätzle, selbst geschabt, wenn ich das jetzt richtig sage, Gerd, handgeschabt. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Auf alle Fälle, Simone. Sieht sehr gut aus. Wir hatten ja den besten Job, oder? Gut aussehen. Gut aussehen, dekorativ da sitzen. Genau. Okay, jetzt gibt es noch so ein richtig spezielles Bier, Gerd. Ne? Also, ja. Das hat man noch, hattet ihr mitgebracht? Kein Bier, sondern ein Bierchen. Hm? Ah! Bierchen. Also, ich wusste ja nicht, was wir essen werden. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal komplett Gläser eingedeckt. Ne? Jetzt trinken wir Bier. Trinken wir Bierchen. So, da würde ich sagen, zum Wohl, wir lassen es uns jetzt schmecken. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, genau. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Mit Spekulatio ist ja auch drin. Und natürlich, Sie, liebe Zuschauer, können sich das Rezept bzw. die Zutatenlisten wieder auf dresden-fernsehen.de runterladen. Es ist im PDF dort alles vorhanden. Und nächstes Mal im Januar sind wir dann bei deiner Personal Trainerin. Genau. Grit Büchner. Fitnesstrainerin. Mache also, seit 2 Jahren intensives Training für den Rücken. Seitdem habe ich keine Rückenschmerzen mehr, muss man auch sagen. Und da geht es natürlich ein bisschen, sie ist auch Ernährungsberaterin, brauche ich natürlich nicht, aber... aber gesunde Ernährung, Paleo-Ernährung und vor allen Dingen zeigt sie mir, glaube ich, auch ein paar Fitnessübungen, wenn ich dann die Weihnachtsgans in mir habe, wie ich die wieder... Im Ganzen rauskriege, genau so ist es. So, ich bin gespannt und damit wollte ich sagen, guten Appetit und tschüss. Tschüss. Das war Mission at Home mit Rewe Köckeritz in Dresden-Wolken und in Pirna-Kopitz.